Herzlich willkommen zum MacOS-Tipp Nummer 4. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, wie ihr ein bisschen mehr Ordnung auf euren Desktop bekommt. Ich habe immer viele Ordner auf dem Desktop und deswegen ist es immer ein bisschen schwer, den passenden Ordner zu finden, den man gerade sucht. Dafür habe ich mir eine App runtergeladen, die ein bisschen mehr Ordnung da reinbringt, indem man den Ordnern das passende Bild dazu gibt. Die ist auch kostenlos. Wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, dann müsst ihr da ein paar In-App-Käufe tätigen, aber ob die so nötig sind, naja, weiß ich jetzt nicht. Und zwar zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr die runtergeladen habt, dann habt ihr dieses Fenster. Und dann braucht ihr einfach nur das Bild, was ihr haben wollt, darüber ziehen. Dann habt ihr das schon da drin. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen verändern, damit das ordentlich aussieht. Zoom. Passende Position geben. Machen wir das mal so. So, und dann gehen wir jetzt einfach auf Exportieren. Entweder erstellen wir direkt einen neuen Ordner. Dann hat er direkt den Ordner mit dem passenden Bild. Oder wenn ihr bestehende Ordner habt, dann können wir das auch als Icon exportieren. Und dann gehen wir einfach auf die Information von dem Ordner und ziehen die Icon-Datei oben auf das Symbol. Und dann haben wir dem Ordner schon direkt das Bild zugewiesen. Die zusätzlichen Funktionen sind eigentlich nur bestimmte Formen vom Bild. Aber ob das jetzt so nötig ist, ich brauche es jetzt nicht. Um alles freischalten zu können, kostet das 9,99 €. Falls ihr das doch braucht oder und wenn ihr zum Beispiel dieses Bild da wieder weg haben wollt, dann geht man einfach auf Wiederherstellen, zieht den Ordner darüber und zack, haben wir dem Ordner wieder die normale Form gegeben. Wenn euch der Tipp geholfen hat, dann Daumen hoch nicht vergessen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.